wieder auf meinen Kanal. Ich darf euch noch ein gutes neues 2023 wünschen. Wir haben heute, glaube ich, den 3.1. und ihr seid heute mal bei mir in der Küche, weil ich will euch mal ein ganz einfaches Rezept zeigen. Und zwar, wir hatten überlegt, was wir Silvester machen. Und da sind wir auf eine ganz einfache Idee gekommen. Und zwar, es gibt so fertige Laugenstangen, so tiefgefroren, bei den Discountern und bei anderen Läden, wo immer so 8 Stück in der Packung sind. Und da hatte ich mir überlegt, wenn man den Teig auftaut und in dementsprechend gut belegt, kann man bestimmt was Gutes machen. Jetzt habe ich im Internet auch andere gesehen, die sowas schon probiert haben. Ich habe aber eine eigene Idee, und zwar, ich mache das mit Schmand und zeige euch kurz mal mein Rezept, wie ich das mache. Und zwar als erstes mache ich mal für die Soße oben drauf, mache ich mal eine rote Zwiebel fertig. Die schneiden wir mal klein. Und zwar, ich mache die relativ klein, dass die gut im Blach untergeht. Also ziemlich fein schneiden. So, dann kommt natürlich noch Knoblauch mit rein, und zwar eine so eine Zehe. Kommt dann auch in den Belag mit rein. So. Erstmal die Haut entfernen. Hier mache ich Folgendes, und zwar, da entferne ich den Strunk, der da drin ist, weil ich habe mal gehört, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass man dann besonders übel riecht, wenn man das mit isst. Und wenn man es rausmacht, dann riecht man gar nicht so schlimm nach Knoblauch. Können wir ja mal sagen, ob das stimmt oder nicht, keine Ahnung. So, wie machen wir das so raus? Wieder ganz fein schneiden. Beim Knoblauch gehe ich her und hack den noch ein bisschen feiner, wenn er richtig schön fein ist, dass ein ganzes Aroma entfaltet. Ein Duft, herrlich. So. Jetzt hole ich eine kleine Schüssel und dann zeige ich euch, wie ich das anmache. So, und zwar in die Schüssel kommt jetzt so ein Päckchen Schmand rein. So, dann tue ich immer ein bisschen Olivenöl mit rein, damit das Ganze ein bisschen cremiger wird. Dann kommen die Zwiebeln und der Knoblauch hier mit rein.
So, und jetzt kommt, wird das Ganze ein bisschen vermengt und verrührt. Jetzt kommt noch ordentlich schwarzer Pfeffer aus der Mühle drauf. Und noch ein bisschen Meersalz. Und das Ganze jetzt schön verrühren. Und das ist praktisch jetzt der Belag für die Stängelchen, die ich euch gleich zeige. So. Das kann man dann beliebig variieren. Da kann man dann Schinken drauf machen, Salami, Oliven, alles Mögliche, was ihr halt im Haus habt. Und auf was ihr Lust habt. So, ich zeige euch gleich mal, wie die Stangen aussehen. So, ich habe hier vier Lauchenstangen vorbereitet. Die habe ich gestern Abend raus und habe die hier in so eine Form gelegt. Und ihr seht, also die Rohlinge, die gehen richtig gut auf. Und jetzt nehmen wir uns gleich ein bisschen Mehl und dann formen wir solche kleine Fladen draus, wo ich dann meinen Belag direkt drauf mache. So, jetzt geht es mit den Rohlingen weiter. Als erstes tue ich mal mein schönes Stirnholzbrett entfernen. Und ich mache das direkt hier auf der Küchenplatte immer. Brauchen wir ein bisschen Mehl. Streuen wir hier drauf. Dann verteilen wir das ein bisschen. Und dann nehmen wir unseren Rohling her. Legen den so drauf. Und kurz ein bisschen kneten das Ganze. Ich mache es dann immer mit den Händen so rein. Und jetzt forme ich einfach wie so, sagt man, wie eine kleine Pizza. Dass außen der Rand ein wenig höher ist, in der Mitte ein wenig dünner. So, erst ist fertig. Dann machen wir den zweiten. Genau nach dem gleichen Prinzip. Ruhig ein bisschen so wegen länglicher, wegen breiter, dass verschiedene Formen entstehen. Dann schmeckt es dann später auch besser. So, das wäre der zweite. Jetzt kommt der dritte. Ich zeige euch natürlich dann auch, wie ich das mache. Ich mache das aber auf dem Grill, weil ich habe da so einen Pizzastein drauf und da kriege ich einfach eine bessere Temperatur hin. So, dann kommt der letzte. Also ihr seht auch in Echtzeit, dass das Ganze total schnell geht. Kein Hexenwerk ist. Man kann sich da kreativ austoben. Entweder macht man die so rund oder so länglich wie hier. Ja. Wichtig ist, dass ein bisschen Mehl drunter ist, weil ich nehme gleich die Pizzaschaufel und lege die dann drauf. Dann mache ich diesen Schmand drauf und dann mache ich natürlich noch einen Belag drauf. Und dann gehen wir raus an den Grill und dann habe ich die Dinger drauf und dann könnt ihr sehen, wie schnell mir einfach das Ganze dann aufgeht. So, jetzt hole ich die Pizzaschaufel. Braucht ihr natürlich nicht, aber ist von Vorteil, wenn ihr eine habt, weil da könnt ihr die Dinger dann einfach besser wieder runter bekommen, wenn ihr sie auf den Grill legt. Ich mache noch ein bisschen Mehl drauf, dass sie nicht festpappen, weil ich muss erst noch meinen Grill einschalten. Nicht, dass es zu lang dauert. So, jetzt habe ich also, wie man sieht, vier so Fladen gemacht. Das Mehl gleich ein bisschen zusammen machen, dass wir nicht so viel Dreck hier haben. Dann kann man es noch ein bisschen so drücken. So, und jetzt nehme ich mal die Hände kurz waschen. So, jetzt nehme ich meinen
Schmand. Meine Schmandcreme, die ich einmal probiere. Sehr gut. Ist nur für mich, also nicht für Gäste. Deswegen habe ich das einmal probiert und nehme das raus. Würde ich natürlich bei Gästen nie machen. So, jetzt schmiert man das einfach so ein bisschen drauf. Und da reicht ein so ein Becher Schmand für 4 solche Lauchenstangen. Ist überhaupt kein Problem. Kann man natürlich auch mit Tomatensauce machen. Aber ich finde die Tomatensauce, die wässert immer so. Und ich will ja mal was anderes wie Pizza essen. Ja? So, jetzt werden die Dinger schon fertig. Für meine Fete am Freitag würde ich die so machen. Weil da ist es nur praktisch Beilage zum Feta aus dem Grill. Aber heute machen wir das so. Heute legen wir noch ein bisschen mehr drauf, damit man mal sieht, wie das aussehen könnte. Mache ich mal mit Oliven, mit ein bisschen Käse. Und dann schauen wir uns das an. Gut, jetzt geht's weiter. Jetzt machen wir verschiedene Beläge drauf. Das eine hier mache ich mit ein bisschen Salami. Muss man gar nicht so dick machen. Das ist nur für den Geschmack. Das ist wie die Salami-Variante. So, dann habe ich hier einen Tipp von mir. Und zwar so Südtiroler Speck. Der wird richtig knackig. Das ist diese Variante hier. So. Dann gibt es da hinten eine Variante mit ein paar Oliven. Dann hier mit getrockneten Tomaten. Das schmeckt auch sehr gut. Kann ich nur empfehlen. So, dann machen wir da noch ein bisschen Salami dazu. So, gut. Und als gut letzten Punkt gibt es jetzt noch ein bisschen Käse drüber. Und zwar, da kann man so geriebenen Mozzarella nehmen. Wenn die Hände nicht so glatt werden. Und mal ein Tuch nehmen. Doch die Hände erst richtig abtrocknen. Dann klappt es auch mit der Verpackung. So, da kann man dann nur ein bisschen so drüber, gar nicht viel. Also jetzt mache ich eins mit Mozzarella. Und dann machen wir auch noch eine Variante mit Allgäuer Emmentaler. Auch gerieben. Das ist jetzt der Emmentaler. So, fertig ist die ganze Sache. Und im nächsten Step gehe ich raus, mache den Grill an und dann sehen wir uns später gleich beim Grill und dann zeige ich euch, wie die Dinger werden. So, willkommen zurück. Ich bin jetzt gerade draußen im Freien und zwar der Grill ist angeschürt. Ich selber benutze da so einen alten Kuchelgrill, der ist schon so um die 10 Jahre alt. Da habe ich einen Pizzastein drin, der funktioniert immer noch ganz gut. Und hat richtig Bums und jetzt tun wir die Dinger mal drauf und ich zeige es dir nochmal, genau wie ich es aus der Küche raus habe. Ich halte es mal in die Kamera, hier sind sie drauf und jetzt öffne ich mal und lege die einfach so drauf. Es hat jetzt schon ein wenig gedauert, man merkt es, die hängen schon teilweise ein wenig, jetzt muss ich ein bisschen nachhelfen. So, und den noch da hüben hin. Dann machen wir wieder zu und dann gucken wir mal gleich. Ich tue mal die Zeit mitstoppen, wie lange ich sie drauf habe. Ich habe jetzt knapp 250 Grad, der geht gleich wieder auf 350 hoch und der Pizzastein bringt von unten noch ordentlich Hitze. Dann schauen wir uns das Ergebnis an. Bis gleich. So, das sind jetzt 4 Minuten um. Ich mache mal auf, schauen wir mal rein. Wie es aussieht. Noch extra Licht.
Man merkt's, die gehen schon auf langsam. Ich mache meine immer schön kross, weil ich das mag. Aber je nachdem, wie halt der Geschmackssinn ist, der eine mag es eher weich, der andere eher so knusprig hart. Und dann warten wir mal weiter ab. So, ich bin wieder zurück. Jetzt sind die Dinger 7 Minuten auf dem Grill. Wir schauen mal kurz. Oh, die gehen richtig gut auf. Der Grill ist jetzt fast bei 350 Grad. Im Backofen dauert es natürlich länger und ihr kriegt natürlich nicht so eine Hitze hin. Also auf so einem Grill wird es einfach besser vom Teig her. Mehr wie beim Italiener. Aber warten wir ab, wie das fertige Ergebnis aussieht. So, jetzt sind 10 Minuten um. Ich mache mal auf. Und jetzt sieht man das Ergebnis. Jetzt sind schon eher so, wie ich die will. Die sind schön knackig. Ja. Die sehen gut aus. So, jetzt mache ich den Grill aus. Lass noch ein bisschen die Hitze nachglühen. Und dann zeige ich euch gleich auf dem Teller, wie die Dinger aussehen. So, dann hole ich mal das erste, dass man das mal sehen kann. Dass man sich das mal vorstellen kann. Das ist jetzt diese Variante mit Südtiroler Speck. Dann hole ich nochmal eins. Dann haben wir hier die Variante Salami. Was auch ganz gut ist, wir haben das an Silvester probiert. Die schmecken auch kalt noch richtig gut. Dann haben wir hier Olive, Salami. Und das letzte ist getrocknete Tomate mit nichts eigentlich. Also ich denke, man sieht also auf den Bildern, dass es ganz appetitlich aussieht. Das ist jetzt mein Abendessen, natürlich nicht alle vier, sondern ich esse davon nur eins. Und die anderen drei, die nehme ich mir morgen mit auf die Arbeit. Und hoffe, dass ich euch mit meinem kleinen Beitrag jetzt inspiriert habe. Und vielleicht macht der eine oder andere das auch mal nach. Und es ist ein schnelles, einfaches Essen. Gerade für so einen Kindergeburtstag etc. kann man also auch eine Menge mitmachen mit dem Teig. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Ciao. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite.